kommen hier aus Hamburg. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und schön, dass wir wieder für Sie kochen dürfen. Das Publikum hört gar nicht auf, aber trotzdem sage ich schon mal, was wir kochen. Und zwar, es gibt bei mir heute als Hauptgericht ein pochiertes Rinderfilet mit einem warmen Gemüsesalat. Und dann gibt es zum Dessert knusprige Haselnussblätter mit Brombeeren und einem Kürbiskern-Krokanteis. Also zwei Gerichte, die auf jeden Fall ganz lecker schmecken werden. Und ich bin sicher, ob es auf diese beiden Gerichte überhaupt heute von meinem Partner auf der anderen Seite eine Antwort geben kann. Horst, bist du da? Johann, für dich nehme ich mir natürlich immer frei. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ist gut, ihr habt genug geklatscht jetzt, ne? Pochiert. Also pochiert hier wird bei mir heute nichts. Aber es gibt einen sensationellen Kabeljau. Und den aus der Folie mit einem Rahmmangold dazu. Aber nichts nur das. Nein, es gibt auch noch eine fantastische Vorspeise. Und zwar haben wir gefüllte Zucchinis vorbereitet. Die werden allerdings gemacht von einem Gast. Ich kann nur eins sagen. Da kommt er nicht gegen an, mein Herr Lafer. Bist du da, Johann? Komm mal her, lass dich mal drücken, Schatz. Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. Ja. Du pochierst heute? Ich pochiere heute ein Rinderfilet. Du pochierst ein Rinderfilet? Ja, wenn du weißt, was das ist, dann... Ich weiß, was das ist. Ja. Ein Rinderfilet kommt hinten aus dem Rücken von einem Tier. Ja, genau. Und pochiert, du pochierst, pochierst. Schön. Ich habe aber heute auch... Ah, du lenkst jetzt schon wieder ab, ne? Einen ganz tollen Gast. Tja, ach, du strickst heute auch, wie ich sehe. Nein, ich kann dir eins sagen, heute wirst du erstmal etwas eifersüchtiger, mein Freund. Johann, dafür habe ich mir heute jemand eingeladen, worauf ich sehr stolz bin. Ein Mensch, der mich hier mal ins rechte Licht setzen wird. Er hat 200 Kochbücher. Er ist Professor HC. Also kein nicht so dahergelaufen, aber man nennt ihn übrigens auch The Gentleman of Music. Ja, ja. Zu meiner Frau muss man nichts sagen, die muss man nur anschauen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hier ist Alexandra Bechtel. Und Thomas Anders. Ich meine, du kennst sie beide, Thomas, du kennst sie beide. Ja. Ne, du kennst alle. Und die Alex hat zwei schlagende Argumente dabei, ne? Das stimmt. Ja. Sie hat Johann und einen Elektroherd. Ja, das ist es doch. Ich muss ja irgendwie ablenken von meinen nicht vorhandenen Kochkursen. Hat man gesehen, Alex kocht immer mit diesen Schuhen in der Küche. Das muss man mal gesehen haben. Was heißt hier immer? Ja, Moment. Wenn du in der Küche stehst... Ja? Das ist doch total praktisch. Da kannst du nichts gegen sagen. Nichts gegen sagen. Kannst du nichts gegen sagen. Also ich kann nicht darauf gehen. Okay. Weil das sind ja eigentlich meine Schuhe. Ehrlich? Ja. Wir legen jetzt los, wir zwei. Johann steht drauf. Ich würde sagen, du machst jetzt erstmal das Kürbiskernkanteis, indem du hier die Sahne aufkochst. Kein Problem. Lirum larum Löffelspiel. Genau. Vanillezucker kommt da rein und dann kannst du die Eier drinnen, ja? Eigelb vom Eiweiß. Okay, genau. Das ist ein leichtes für mich, das mache ich immer sehr gerne. Die Eigelbe kommt. Du hast eine sehr schöne Schürze an. Ja, ne? Finde ich auch. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt eine Schürze anziehe, brauche ich das Kleid ja gar nicht erst anzuziehen, oder? Deswegen... Ach, das ist das Kleid. Moment, ich werde kurz das Eiweiß vom Eigelb trennen. Und zwar auf deiner Glatze. Nein, nein, nein. Wie Glatze? Hab ich eine Glatze? Nein. Eigelb hier rein oder Eiweiß? Eigelb hier rein, Eiweiß da, okay. Genau. So, ich werde jetzt erstmal hier... Übrigens, wir begrüßen natürlich auch heute wieder zwei ganz tolle Gäste bei uns, die zwei Gewinner der Küchenschlacht. Zunächst mal herzlich willkommen Heinz-Günther Adolfs, herzlich willkommen mit seiner Gattin. Und Anna Mirani, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Jetzt kommen wir gleich mal in Ruhe. Passt. Ja. Und du hast die Aufgabe für die beiden etwas, ich sag's jetzt mal bewusst und deutlich, Leckeres zu kochen. Worauf lag jetzt die Betonung? Auf lecker oder kochen? Ja, irgendwo muss... Das geht schon wieder los. Ich werde ein bisschen irgendwo gemobbt. Muss ja der Lecker auch herkommen. Wie viele Eier? Achtet dich überhaupt nicht. Was ist los? Nein, 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 nein. Ich bin so nur noch daneben hier. Acht Stück brauchen wir, gell? Achso, und ich möchte gerne das Eiweiß ohne Eigelb haben. Oh.
Das können wir schon mal wegschmeißen. So, das ist schon mal falsch. So, ich habe nie behauptet, dass ich kochen kann. Und finde hier nicht meinen Ausschnitt. Das war so nicht abgesprochen. So, wir machen jetzt das Ganze noch mal neu, aber nur Eiweiß, ja? Ohne Eigelb. Das ist gar nicht so einfach. Zwei solcher Fehler und du musst Hotpants anziehen. Na, Johan? Ja. Ich werde mich bemühen. Thomas, so, das machst du sehr schön. Ja, hast du schon mal Zucchinis gefüllt? Nee, aber andere Sachen. Also, nein. Man kann viel ändern, aber ich kenne den Melonenausstecher. Melone immer ausgestochen, das weiß ich. Ja, ich würde sie noch vielleicht. Ja, genau, so ist aber schön. Ja. Die kannst du noch ein bisschen kürzer schneiden. Ja, ich dachte so auf Tortörtchen. Gut, wenn du kürzer haben willst, dann mache ich kürzer. Hier, bitte. Ach, dann ist er zickig direkt, Mensch. So sind sie super. So sind sie super. Ja, ich habe den Reis schon mal angemacht mit ein bisschen Kurkuma und Salz in Gemüsebrühe. Bitte? Geht das auch? Das geht auch. Okay, ja. Und die lässt jetzt schön ziehen. Ja. Und nachher kommt da eine wunderbare Füllung rein. Das heißt also, der Reis. Ziehen, also momentan kocht er. Der muss aber runtergestellt werden. Ja, machen wir noch ein bisschen kleiner. Sag ich dir. So. Da kommen nachher rein Zwiebeln, Knoblauch, schöner frischer Thymian. Ganz kurz in der Pfanne anschwenken. Ja. Unter den fertigen Reis. Bisschen Schnittlauch und getrocknete Tomaten. Das ist ganz super. Ich finde das Gericht hervorragend, weil ich habe eine Tomatenallergie. Super. Ja. Hast du gut prima hingekriegt. Ja, weil wir verarbeiten heute nicht nur getrocknete Tomaten, sondern auch Tomatenmark, passierte Tomaten und frische Tomaten. Ja, bitte. Willst du mich loswerden? Oder? Wir gucken aber mal, wie die wirken nachher. Wie äußert sich denn bei dir so eine Allergie? Puh, das ist nicht für diese Stunde geplant jetzt irgendwie, was man darüber spricht. Ja. Nein, es ist nicht schlimm, also ich kriege jetzt irgendwie kein drittes Auge oder sowas, aber mir wird schlecht und das möchte ich den Menschen auch nicht zugeben. Dann probierst du erst zum Schluss. Na, aber Liebe Frau Bechtel, kannst du mal hier kurz halten? Willst du was halten? Moment. Ja, hier. Geht das schon wieder los? Das Eigelb aus dem Eiweiß zu holen. Du sollst jetzt hier mal festhalten. So. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt, da ist nur so ein ganz kleines bisschen Eigelb. Ich wollte davon ablenken, aber du bist selbst schuld, dass du noch darüber sprichst, weil du kannst wieder wegschmeißen, das Eiweiß. Nee, wirklich das Ganze? Ja, genau. Ja, toll. So, guck mal hier, Thomas, das ist doch ein Häkelkursus. Jetzt muss mir mal recht geben. Ne? Kochen sieht dann doch irgendwie recht kompliziert aus. Ja, pass auf, ich erkläre mal, warum ich das mache. Das hat einen Grund. Das ist jetzt keine Bastelstunde. Genau, das werden nämlich wunderbare Socken. Das ist nämlich keine Bastelstunde, sondern jetzt Fußwärmer. Ist bewusst so, weil wir hängen jetzt das Filet auf. Genau. Ab. Und zwar, wir hängen das jetzt hier in einen Topf rein, bei 70 Grad Temperatur schon her. Und es muss im Topf jetzt hier, das muss jetzt hier so hängen. Das darf nicht auf dem Boden aufliegen. Also ihr Österreicher seid schon anders als andere. Darf man kurz erfahren, warum? Warum? Weil das Fleisch jetzt in dieser 70 Grad warmen Brühe langsam rundherum gleichmäßig gart. Wenn ich unten auf dem Boden auflege, dann gart es dort schneller. Und damit es gleichmäßig rundherum umflossen wird von der Flüssigkeit, 70 Grad rundherum. Und aber da kommt doch der Name her, gut abgehangen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es daher kommt. So, und jetzt, wie weit bist du da? Ja, also guck mal, das ist doch einwandfrei. Das ist ja gar kein Eigelb, das ist ja hier irgendwie sowas anderes. Okay, dann lass uns was anderes machen jetzt. Wir machen jetzt hier. Müssen wir jetzt von unserem ursprünglichen Plan abweichen, weil ich gepatzt habe? Können wir bitte neue Eier bekommen? So, jetzt geht der Redner mal hier. Bleib mal hier. Wir machen jetzt zu den Eigelben dazu diese Milch. Soll ich rühren oder darf ich das auch jetzt? Die Sahne rühren bitte. Darf ich noch zugucken? Ja. Nein, rühren. So, und dann tun wir das jetzt wieder hier rein. Jetzt schon wieder rein? Genau. Johann, hast du eigentlich zugehört gerade, was ich hier gemacht habe? Du? Warte, ganz kurz. Wir müssen zuerst hier das, bevor ich wieder alles falsch mache. Und jetzt geht's bitte jetzt auf 80 Grad erhitzen. Woher soll ich denn wissen, wie viel 80 Grad sind? Der Johann hört mir nicht Finger zu. Rein, Alter. Ich versuche es nochmal, Johann. Hör jetzt mal genau hin. Ich kann das in der Sauna, aber... Okay, ja. So, dass es leicht dickflüssig wird, okay? Ah. Ja? So, einen Moment. Aber genau mit der Mikrowelle. Nein, das geht ich so. Morse das Rezept, das ist ein ganz neuer Service vom ZDF. So, wir machen zu meinem Gericht dazu einen lauwarmen Gemüsesalat. Deshalb, ich gare Gemüse in Brühe. Und Kartoffel auch. Alles schön hier in einer richtig kräftigen Rinderbrühe. Wie viel Grad hast du jetzt? Ungefähr 80. Ah. Nee. Ich würde sagen 75. Bisschen noch, ja? Ja. So, und dann haben wir hier jetzt in der Zwischenzeit Toll. Krokant von Kürbiskernen. Das ist also Karamell.
Guck mal. Was hast du denn gemacht, Johann? Hier, guck mal her. Was, bitte. Kommen die neuen Eier. Daher. Das sind unsere Eierlieferanten. So sehen die aus. Guck mal hier. Ja, hier. Hallo. Danke. Na, guck mal. So. Thomas? Ja? Wenn ich nicht gewesen wäre... Ich muss zupfen. Brauchst du Eier? In deinem Rezept nicht. Du? Ja, warte mal gerade. Ich habe aber welche, die können wir wegtun. Ja. So. Könnte ich noch mal Eier haben? Wir brauchen Eier. Du kommst gleich mit Eier. Nee, wir kriegen unsere eigenen Eier. Ich habe andere Hühner. Wir wollen ja nichts wegwerfen. So. Ich glaube, das sind jetzt 80 Grad hier. Aber es ist ja wirklich so, Thymian-Zupfen ist ja wirklich jemand, der Vater und Mutter erschlagen hat. Hier diese ganzen Blättchen. Man sagt ja wunderbar, wenn man irgendwann, kennt es ja von zu Hause, wenn irgendjemand an den Herd kommt, dann kann ich mithelfen kochen, einen Topf Thymian hinstellen. Der ist mal für die nächsten 2 Stunden parat. Ne? Das stimmt. Der hat was zu tun. Vor allen Dingen, wenn er die nach Größe sortieren soll. Ja. Mit Zentimetermaß. So, mach ich hier mal gerade. Ich glaube, das sind jetzt 80 Grad. Jetzt endlich sind es wahrscheinlich schon 100. Das kann man durch passieren. Ja, du wirst ignoriert, es kommen keine Eier. Nee, komm, doch, die Eier kommen. Ich bin mir ganz sicher. Jetzt hätte ich schon längst den Überblick verloren. Bei mir wird das Huhn ja noch massiert, damit es frische Eier legt. Ja. Damit es flutscht. Genau. So. Wie viel Thymian muss ich übrigens machen, nur damit er mal so nebenbei erwähnt wird, dass ich auch etwas tue. Ja, ich habe Staudensellerie, Möhren und Porree fein geschnitten. Jetzt wird ein bisschen Ingwer fein gerieben. Der kommt mit dazu. Dafür brauche ich natürlich mein Löffelchen, um das abzukratzen. Das Löffelchen. Daraus mache ich das Gemüsebett, in dem der Kabeljau gleich schön im Backofen gedünstet wird. Sag mal, wird solch den ganzen Strauß abzupfen oder wie viel brauchen wir da rein? Nee, das reicht schon. Das reicht schon. Ja, hier machen wir ein bisschen heißer. Ist ja lecker. Und hier mache ich übrigens kleine Putenspieße für unsere Küchenschlachtgewinner. Dass ihr da immer mit den Fingern reingeht, das ist so unglaublich, ihr Profis. Du meinst, weil das so heiß ist? Ja, ja. Nicht, weil du nicht gewaschen hast, klar, weil es so heiß ist. Ja, aber es klappt wunderbar. Guck mal, jetzt noch ein bisschen mit Butter schön, Salz, Pfefferchen drauf. Bütterchen. Ein bisschen Zucker, damit die Tomaten. So, warte mal gerade. Ja. Jetzt komm aus der Nummer mal wieder raus hier. Ganz großes Kino, Herr Lichter. So, Horst. Ganz großes Kino hier. So sieht dein Eierlieferant aus. Eier werden noch überbewertet. Ich brauchte keine. Okay. Was haben wir denn jetzt? Ausnahmsweise bin ich jetzt nicht schuld. Ich sag doch, ich werde gemocht. Ja. Nach jetzt seid ihr. Da brauchen wir Salz und kein Zucker. Vielleicht habt ihr einen Hammer irgendwo. Ja, ich habe eine Eierallergie. Wusstest du das? Johann, hast du Zucker? Nee. Ich hab es nein? Frag doch mal nach. Okay. Oh. Guck mal, er macht wieder mit Maschine. Mhm. Mit Strom. Oh. Das ist jetzt typisch kernkrokant. Das kommt jetzt quasi da rein. Da rein, genau. Weißt du, wie es ein Restaurant heißt? Mit dem Schneebesen. Ja. Und dann tust du es wieder in die Eismaschine hier hinten. Ja? Erstmal natürlich ein bisschen. Umrühren, genau. Du hast bei Johann geheiratet. Ja. Hat er auch die Predigt gelesen? Er wollte, aber er musste in die Küche. Ach. Ja? Das war aber schön. Er kocht selber. Johann war schön, aber er ist konzentriert. Sorry. Die Eismaschine, komm mal. Oh Gott. Komm, erzähl doch mal ein bisschen von der Hochzeit. Die war traumhaft schön. Es war wunderbar. Wir hatten einen Abend, einen Morgen, eine Übernachtung. Es war alles hervorragend, kann ich jetzt sagen. Und Johann war immer dabei, nein. Ne? Nein. Es kam spät an, aber er war da. Ja. So, du kannst noch mehr Kakao. Was gab es eigentlich zu essen? Irgendwann Laubach? Masse der Masse. Okay, okay. Erste Masse. So. Nee, doch, immer Niedergarmethode. Das war super lecker. Niedrigtemperatur. Niedrigtemperatur. Nein, das war ein wunderbares Filet. Und für mich das Größte. Wir hatten 170 Gäste und jedes Stück Fleisch auf dem gleichen Punkt. Also. Da war aber ein kleiner Tisch, wenn 170 Stücke Fleisch auf einem Punkt liegen. Du erkennst natürlich die Tricks, ne?
Und alle gleich, ja, ich kenne die Tricks. So. Pass mal, was muss ich jetzt, ist der Reis denn schon so gut, dass ich das jetzt hier runter machen soll? Aber sag mal ehrlich, 170 Filetsteaks bei Johann Lafer, da bist du jetzt arm, oder? Diesen. Nö. Ging? Ich kann jetzt mal so. Zwiebelchen mit Thymian da drunter. Ja, bitte. So. So. Und dann kommt da Schnittlauch. Ja. Getrocknete Tomaten, fein geschnitten, auch drunter unter dem Reis. Ja. Dann füllst du, wenn du das schön gemischt hast, das Ganze in die Zucchinis. Ja. Etwas Feta-Käse obendrauf. Und dann in eine Auflaufform im Backofen. Habe ich ja nicht gesagt, dass ich auch eine Käseallergie habe? Das ist jetzt aber auch dein Ernst, ne? Ja, klar, das ist mein Ernst. Ehrlich? Ja, ehrlich. Aber ich kann mir jetzt vielleicht so 2, 3 Zucchini-Törtchen ohne Käse machen. Sag mal, wogegen bist du noch alles allergisch? Also ich weiß jetzt Tomaten, ja. Käse, ja. Bohlen, was noch? Das reicht. Reicht. Gut, ja. Gut. Okay, ich mache jetzt mal hier die Zucchini-Teilchen, mache ich schon mal. So, bevor ich meinen Fisch in den Backofen tue, richte ich erst mal das Essen an für die Küchenschlachtgewinner. Warte mal. Immer ganz viel, aber ich komme hier ganz ins Schleudern. Ich muss echt aufpassen. Was machst du denn da hinten? Bist du immer noch mit der Eier dran? Ja. Nein. Aber was macht sie denn da? Ja, die hat doch schon wieder ein Ei in der Hand. Ja, das ist gar nicht so einfach, mein Lieber. So, und jetzt machen wir daraus eine schöne Masse für Haselnussplätzchen. Ja? Mmh, lecker, lecker. Nougat, Butter, Mehl, Puderzucker, Eiweiß. Köstlich, köstlich, köstlich. So, eine schöne Masse. Siehst du, und dafür trennst du jetzt erstmal Eier. Genau, immer noch. Das ist jetzt mein Lieblingsjob in der Küche. Wenn du möchtest, lass ich dir mal von mir Eier bringen. Ich habe da ganz jemand anders, der die Eier dann bringt. So, jetzt machst du als nächstes. So, ja. Auf dem Blech so runde Kreise. Runde Kreise. Okay, warum nicht? Gibt's exklusiv auf der Kreis ist rund. Der Lafer kann auch eckige Kreise. So. Jetzt ganz wenig, wenig. Ja, okay. Die müssen dünn sein, sonst ja? Sonst wird's weggeworfen. Dünne, runde Kreise. Hast du eigentlich Lehrlinge bei dir auch? Nee. Aber relativ schnell verschlissen. Ich weiß auch warum. Wir müssen den Ring vorher feucht machen, ja? Ja, verstehe. Den musst du vorher feucht machen, dann geht's besser. Boah, der ist aber ganz doll rund. Ein feuchter Ring. Wir können auch deine Brille nehmen. Super jetzt, komm. Kann man zwei machen. Zwei runde Kreise. Zwei runde Kreise. Machst gleich den nächsten, okay, ja? Okay. Ich bemühe mich, alles zu ihrer Tolle Zufriedenheit. Idee. Hast du schon Pfeffer und Salz drin? Hier im Nein, musst du noch mal nachschmecken. Ach so, Thema Pfeffer und Salz wollte ich ja hier noch ein bisschen drauf tun. So. Okay, läuft das? Ja, alles gut. So, guck mal hier, Johann. Sieht das nicht aus, als hättest du es gemacht? Sag jetzt nichts. Ich stelle das mal so in die Mitte. Ich habe noch ein paar Spießchen, die werde ich gleich nachreichen. Ne? Aber erstmal möchte ich ganz kurz noch mal alle offiziell begrüßen. Junge Frau, Sie sind in Begleitung da? Ja, ich bin in Begleitung. Du bist der? Aleko Alla. Ich habe Doppelnamen. Allegro Alla. Ja, Aleko. Allegro. Das kommt von Alexandros. Komm, dann machen wir da was Kürzeres draus. Wie ist denn dein Spitzname? Allego. Allego. Ja. Allego, alles gut? Ja, alles bei gut. Bei wem warst du? Bei Kolja. Bei Kolja? Ein toller Typ, ne? Super Koch. Super Koch. Ja, hatte viel Spaß. Magst du ihn lieber als uns? Wir gehen gleich drüber. Du bist der Willi? Heinz Günther. Heinz Günther ist ja fast wie Willi. Ähnlich. Gerade bei uns in Köln sind die Heinz Willis ja meistens mit dem Günther verheiratet. Deswegen. Das bei wem warst du? Beim Alexander. Ah, Alexandre. Alexandre. Aber da hat man als Mann schon so Probleme, ne? Weil er ist ja schon gut aussehend. Ne? Wenn man daneben steht, fühlt man sich schon irgendwie klein. Du kannst offen reden, zu er ist nicht da. Kaum ein Unterschied. Ja? Nur kaum ein kleiner Unterschied. Nee. Ja. Und wer war der Finaljuror? Liebe Streuter. Wer war der Cornelia. Cornelia, das ist ein lecker Schüsschen, ne? Ja. Ne? Und die, ja, da hast du wahrscheinlich schon Zwinkern, ne? Und wie ist das so, wenn man jetzt mal hier so sitzt und guckt zu, wenn die zwei Dollen hier arbeiten? Super. Super, ja gut. Ich meine, gut, wenn der Lafer irgendwann sich mal ein bisschen anstrengen würde, weißt du, wenn er ein bisschen weniger Quatsch machen würde, mehr kochen würde, weißt du, aber ich krieg ihn nicht überredet. Guck mal aber da. Aber der hat noch eine Chance, auf dein Niveau zu kommen. Ja. Meinst du? Ja. Dankeschön.
ich hab was mit euch. Was denn? Ich hab mit euch Uso. Uso? Ja. Ich hab für euch jede eine Flasche Uso. Für jeden von uns eine Flasche. Johann! Heute Nacht schläfst du mal wieder gut, das sag ich dir. Oh, wie viele Flaschen hast du denn? Vier. Vier? Ja, sag vier. Ja. Weißt du eigentlich, dass wir Deutschen die Griechen richtig lieben? Zwei für dich, zwei für mich. Die Nacht ist gerettet. Und wenn du damit die Schlaftablette schluckst, bist du weg, bevor du weißt, dass sie angefangen hat. Das sag ich dir. Ja. Michael, wie sieht's bei dir? Alles in Ordnung? Bei mir soweit alles gut. Wir haben noch viel zu tun jetzt. Gerne Wodka, ja. Weil du bist sehr viel im Ostblock unterwegs, ich trinke in Asien. Ja, aber ich nicht so viel Wodka. Also ich trinke da gerne so... Wenn man sehr fettes Essen, aber es ist wirklich aus Russland, wenn man sehr, sehr fett gegessen hat, was in Russland ja doch schon ein oder andere Mal vorkommt, musst du Wodka mit Pfeffer, rein. So. Und das räumt den Magen auf. Ich war ja der Koch vom King, ich war vom Außenminister, viel unterwegs. Und die trinken den Wodka wie aus Wassergläsern, komplett so. Ja. Guck mal, kaum merkt er, dass der Thomas im Ausland einen Riesenstar ist. Hast du gemerkt, was er sich einschleimt? Was meinst du, was da drin ist da vorne? Wo? In dem Wasserglas. Ja, ganz. Wodka. Junge Frau. Ja, ich komme. Da brennt was. Es ist auch in Russland ist auch die einzige Nation, die ich kenne, wo morgens auf der Frühstückskarte draufsteht, was man zum Frühstück haben möchte: Wodka oder Weißwein. Ich kenne das sonst überhaupt nicht. Das ist unfassbar. Bei uns wäre das undenkbar. Möchtest du Wodka haben? Ich habe welchen hier. Nein. Ich dachte, ich trinke doch ganz wenig. Was ist? Da kommt der Kabel oder hier rein. Oder möchtest du Uso oft zu Hause? Nein, alles gut. Ich brauche eine Käsereibe. Eine Käsereibe? Ja, und guck mal, hier habe ich eine große Reibe. Das war jetzt die Creme für die Blätter zum Füllen, wenn die fertig werden. Ja, und zwar habe ich hier Brombeeren eingekocht mit Zucker. Dann habe ich dazu gegeben mit der Gelatine, damit es leicht so cremig wird. Wann hast du das denn alles gemacht, Johann? Während du mit deinen Gästen da drüben Uso trinkst, verstehst du? Mache ich hier, koche ich da. So. Hier gibt es nichts zu trinken. Hier gibt's möchtest nur viel du was Arbeit. Haben? Für dich würde ich Wein anbauen. Oh. Ich würde sogar den Berg vorher noch selber aufschütten, wenn es sein muss. Du musst nicht darüber gehen, wenn du nicht möchtest. Ich kann ja den Johann hier nicht alleine lassen, das geht nicht. Stimmt. Der verzweifelt mit mir sowieso schon. Aber weißt du was, ganz ehrlich jetzt mal, ohne Witz, das ist nicht meine Schuld. Dieses Nougat-Zeug hier ist einfach wahnsinnig, das hat eine ganz seltsame Konsistenz. Irgendwas ist da nicht richtig. Ist das falsch? Also ich finde es toll. Ja, aber das klebt so. Das können ist wir ganz bitte noch einen sechsten Kreis dazu machen? Das sind auch ganz tolle Kreise. Super Kreise. Ich habe jetzt... Johann denkt, die, rund, die nie wieder. Obwohl, nee, weißt du, ich war auch schon bei dir essen. So, die war schon bei mir zum Essen, Horst. Ja, ich war schon in der einfach mal Kontinente raten. Was könnte das für ein Land sein, Kontinent sein hier? Also ich tippe so ein bisschen, es ist eine Mischung zwischen Spanien und Afrika. Wenn er noch ein bisschen liegen lässt, dann kommt hier der Zipfel von Italien mit raus. Ne? Portugal. Aber Portugal und Spanien. Ich habe irgendwann mal gesagt, dünne Plätzchen. Ich habe das Gefühl, dass das Wort dünn irgendwie anders aussieht. Und schon fängt er wieder an, rumzumotzen, merkst du? Ja, also... Thomas, du kannst echt froh sein, dass du bei mir bist. Du weißt doch, da muss was dran sein, nicht wahr? Sag mal, muss das jetzt schon rein, oder ist zu früh? Da muss rein, ja. Weil die Sendung hat irgendwann so ein natürliches Ende. Und das ist ganz blöde. So, nächste. Keine Acht von dir. So. Johann jetzt, ist nicht ganz zufrieden mit meinem Kochkünstler. Jetzt machen wir als nächstes dann. Kannst du bitte das Eiweiß aufschlagen hier? Schön. Jawohl. Mit Zucker. Yes, sir. Ganz schön steif schlagen, ja? Zucker ist hier. Alles rein. Nee, erstmal musst du das Eiweiß schlagen. Jetzt. Womit? Ja. Los. Mit einer Küchenmaschine, so. Sehr schön. Habe ich auch schon mal gesehen, sowas. Ach, gibt's das bei dir auch? Ja, aber nur mit einem Ding. Das andere fällt immer raus. Ja, kochst du zu Hause? Was? Also mein Ruf ist mir noch nicht vorausgeeilt bis in diese Sendung. Das ist schon mal ganz gut. Sonst wäre ich auch nicht eingeladen worden. So. Oh, was
so ein herzerfrischendes Lachen. Der hat keine Ahnung, wenn er sich in die Küche geholt hat. Das habe ich schon gesehen. Das war bei mir übrigens genauso. Ja. Er hat auch lange Zeit. Aber ich finde, das ist eigentlich auch egal. Ich esse auf jeden Fall gerne. Sieht man ja auch. Bitte nicht von der Seite filmen, das war vorher so vereinbart. Vertraglich geregelt. Nicht von hinten, nicht von der Seite. Nicht von oben. Eigentlich nur bis hier. Also nur von oben. Nein, auch da nicht. Aber ich könnte ein bisschen von dem Nougat-Kleber hier benutzen, um mein Dekolleté zusammenzuhalten. Nein. Das sind ganz schön freche Kameraleute, ne? Auf jeden Fall wollte ich eben erzählen, das weiß der Johann nämlich gar nicht mehr. Ich war schon bei dir zum Essen und weißt du, wie ich angereist bin? Wie? Mit dem Helikopter. Ehrlich? War toll. War schön? Ja, war ein sehr spektakulärer Flug. Ich bin über mein eigenes Haus geflogen. Das hat toll, Johann, ne? Auch schon mal gemacht. Und danach konnte er es renovieren, ne? Weil Johann fliegt ja selber. Fliegst du auch? Was? Nicht selber. Wirklich? Ja. Hast du ein Heli oder was? Ja. Ist das Segel? Ja. Sag mal, ihr zwei, wollt ihr mit dem Krach von euch ablenken oder was? Ich verstehe kein Wort! Wie bitte? Sag mal, hast du zu Hause eine Küche? Ja. Schon mal selber benutzt? Ja. Aber ich meine, das ist ja nur hier, muss ich fairerweise zugeben, auch sehr aufwendig. Wir machen jetzt rein hier Brühe. Also mir ist das jetzt zu laut. Fertig? Ja. Ja. Ist fertig jetzt? Ist das, man sagt doch immer, wenn man es umdreht und nichts rausfällt, dann ist es fertig. Ja, was? Aber nicht bei Soße. Ach so. Was wird das denn jetzt? Jetzt kannst du es einfach. Sag mal, Thomas, kannst du dich eigentlich in Moskau noch so richtig frei bewegen? Was verstehst du unter frei bewegen? Weil du bist ja, also das meine ich jetzt, ich bin jetzt mal wieder ernst. Du bist in Russland, Asien. Ja. Ein Megastar. Also du bist einer der echten Weltstars und davon gibt es ja nicht viele. Ja, ich komme gerade aus Kuala Lumpur. Ja. Erzähl doch mal, wie ist das für dich da? Weil hier in Deutschland, weißt du, wir Deutschen sind ja schon mal eher so, dass wir sagen, ach guck mal, da ist der Berühmte, spreche ihn nicht an. Und wie ist das da? Ja, sag mal so, ich kann in Moskau oder Petersburg oder sowas nicht auf die Straße normal. Also das geht nur leider. Was passiert denn da? Ja gut, die Leute Autogramme und die zoppeln noch immer gerne an einem. Weißt du, so zoppeln ist das, also man, die ziehen so an einem und sowas. Und, also wie Johann. Macht er das? Ja, bei Johann ist das genauso in der Küche. Chef, Chef, wann kriege ich Geld? Chef, Chef. Nee, aber so. Mein Gott, man gewöhnt sich an alles, nicht? Nee, aber jetzt ist es richtig heftig da, ne? Ja, aber nicht schlimm. Genießt du das? Ja, man, was heißt genießen? Also schlimmer wäre es, wenn es anders wäre, ne? Wenn keiner mehr gucken würde. Wenn die schubsen würden, ne? Ja, weg hier oder so. Ne? Ja, schubsen ist eine ganz blöde Sache. Das ist doof, fällt man oft hin. Was machst du denn jetzt da? Ich habe vergessen. Ist das Brühe oder Weißwein? Das ist Brühe. Ich nehme ja keinen Fond, weil das ist Johann seine Sache. Ich habe mal versucht, Fond zu kochen. Da habe ich die gleichen Dinge in den Topf getan wie Johann. Bloß wenn Johann das tut, kommt dann Fond raus. Und bei mir wird es automatisch Brühe. Ja. Warum, weiß ich auch noch nicht. Und der Johann kocht so viel davon, der füllt das in Gläser ab und verkauft das dann. Und dann macht er alles selber? Ja. Ja. Ich habe sogar gehört, der bläst sogar das Glas für die Gläser selber. Ja. 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 Und jetzt kannst du... Ja. Jetzt kannst du hier bitte... Au! Ah! Was war jetzt? Heiß! Schüssel ist angebrannt. Ich würde sie noch. Ja, ich brauche ein bisschen Mitleid hier. Oh. Aua. Da kannst du mal sehen, was viel Rühren ausmacht. So. Kannst du bitte die Kräuter hier reinzupfen? Ja, eine ungefährliche Aufgabe, meine ich. Petersilie, glaubst du? Estragon und Kerbel, bitte. Okay. Ja. Lecker. Mangold. Ne, da habe ich auch schon mal. Das habe ich auch schon mal zubereitet. Zwiebelchen, Knoblauch schön in Butter angeschwenkt. Also es ist ja nicht so, dass ich nie kochen würde. Also ich habe zum Beispiel, was ich gerne mache, ich gehe in Köln, in Köln auf den Markt, ne, und dann hole ich mal ganz gerne so frischen Fisch, so Dorade, nehme die aus. Die nimmst du selber aus? Nein, natürlich nicht, wollte ich sagen. Also ich lasse sie ausnehmen. Und dann kommt da eben auch so ein bisschen hier so Petersilie so rein und Zeug und dann kommt das in den Ofen und Feierabend. Petersilie und Zeugs. Und was gibt's dazu? Ein Kartoffelchen, oh. Ja, ein bisschen Gemüse, vielleicht auch mal Mangold. Ne? Thomas, das schmeckt sehr lecker. Ja? Wie machst du denn das Gemüse? Ja, so wie du. Da ist es. Aha.
mit Zwiebeln andünsten, ein bisschen Knoblauch rein, Salz, ein bisschen Brühe. Brühe? Ach, das ist schön, dass du Brühe nimmst. Ist das falsch? Nee, Brühe ist super. Ökobrühe. Ja, mit Ökobrühe. Selbstverständlich. Was ist denn Ökobrühe? Ohne Glutamat. Das ist ja fast vor. Ja. Ne? Eine glückliche Pflanze. Ja, ja. So, fast vor. So, junge Frau, wie weit bist du? Wir können schon mal auf den Mixer gucken, drücken. Nee. Soll ich schon mal? Schon wieder mixen. Oder ist das, ja, ein Deckel drauf, ne? Wäre gut, ne? Nee, ist wir zu wenig. Mal da rein. Noch mehr, ja, noch mehr. Viel mehr Kräuter noch mal rein, genau. Okay, und dann werden wir schon mal anfangen, das Gemüse zu schneiden. Jawohl, für uns. Wenn es aber zu dunkel wird, machst du Alufolie drüber. Okay. Ja, in die Soße darfst du jetzt übrigens ein bisschen frische Tomate und die Creme Fraiche. Ach, ich wollte gerade umgehen. Die Creme Fraiche habe ich schon drin. Hast du schon drin? Aber es kann ja noch ein bisschen, ne? Das kann noch ein bisschen, ja, ja. Ich guck mal nach meinem Fisch. Der kann nicht nur noch ein bisschen, der kann auch noch länger. Dann stell mal ein bisschen höher. Ich mach mal hoch. Noch mehr? Ich habe eben, glaube ich, zu lange erzählt. Ach, das passiert ja selten. Also die frischen Tomaten müssen rein, ja? Die frischen Tomaten kannst du rein tun. Ja, sind die schon gewaschen oder sind die noch nicht gewaschen? Aber ist alles gewaschen. Weißt du, was ich auch toll finde, Thomas? Komm mal gucken. Jetzt machen wir hier oben mal auf. Und dann? Stelle ich fest, dass wir beide den Fisch nicht sehen können. Aber du kannst doch fühlen. Weil wir sind beide viel zu klein. Ich würde sagen, der Backofen ist zu hoch. Das ist eine gute Idee. Ja. Na? Falsch konzipiert. Ich habe ja normalerweise auch die Schuhe von Alex an. Ja, ja. Alex, würdest du mal geradeaus. Ich kann die euch gerne ausleihen, dann könnt ihr mal. Aber guck in den mal, Ofen guck dir mal, guck dir mal, wie sexy die Alex zupft. Tja, ja. Guck also. Doch. Ich habe ja Angst, dass die Petersilie noch mal neu wächst. Wenn sie Samstagnachmittags. Mensch, 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 Mensch. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Jungs. Also, wenn ich könnte, ich würde mich abschaffen. So, jetzt probiere ich aber Gemüse mal. Jetzt hier schön, schneide ich jetzt lauwarm alles. Und zwar, die Kartoffeln sind schön gegart. Dann ein die. Lauwarmes. So, dann kommen hier Petersilienwurzeln sind schön gegart. Dann kommt noch drauf etwas frischer Lauch. Dann kommt noch drauf. Die grüne Soße, das frische Fleisch. Sieht gut aus, Johann. Hier ist übrigens das Fleisch, guck mal hier. Toll, Johann. Ah. Köstlich. Toll, ne? Also essen werde ich das alles. Da bin ich mal gespannt. Selbstverständlich. Da hatten wir schon Leute hier, du. Ne? Was? Was war mit den Leuten, Horst? Weißt du, was ich ganz toll finde? Och, ja. Oh. Warte, ich komm mal kurz hier hin. Ja. Was findest du? Komm mal her. Na, lass ihn mal drin, Johann. Komm, ich zeig noch mal. Jetzt her. Weil ganz wichtig ist, dass wenn man das pochiert, dass das Fleisch nicht am Boden aufliegt. Was sich so eine Kordel aber auch ziehen lässt. Ne? Du verrätst aber auch Tricks hier, sag ich. Der Horst ist so wie immer. Das ist ein Grundangst. Nein, Johann, bin ich nicht. Ja. So, wenn du wüsstest, wie genug? Gerne ich dich habe. So, jetzt ist genug, jetzt kannst du das bitte wo mixen. Wo ist jetzt denn hier der Deckel? Deckel, Deckel. Der Deckel ist wo? Ja, Mai. Ja, Mai. Was ist denn der Deckel? War doch gerade noch hier. Na? Das ist ja ein Ding, du, dass der Deckel weg ist. Schau mal, wo habt ihr den Deckel hingetan? Hier, Sabotage. Der lag gerade noch hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr werdet nicht fertig. Horst, schlagen wir sofort wieder Deckel. Nein, hier vorne ist doch der Deckel. Wo denn? Da vorne. War der gerade? Nee, warte mal. Der war hier, hier, ja. Hier, hier, hier. Deckel. Wer hat ihn denn da hingetan? Na, wer war's? Da ist eine schöne Soße mixen, gell? Ich habe den Eindruck, bei euch ist ein bisschen Stress. Ja. Wie schnell? 1, 2, 3, 4. Läuft's bei dir? Also, hier. Koch muss kochen. Bei dir aber. Mach mal ein bisschen heiß heute. Bei dir kocht aber gewaltig. Bei mir kocht's. Da musst du richtig heiß machen. Bei uns läuft es gut. Ja. Mach mal. Schön festhalten, Alex.
Thomas, du kochst doch zu Hause auch. Was ist da deine Spezialität? Ich mache gerne asiatisch, bin ich ehrlich. Salate, Gemüse, schönes Lammfilet, so provenzalisch, ist ganz aber lecker. Aber Lamm ist nicht asiatisch. Nee, ich sag ja auch unter anderem. Ja. Aber es gibt auch in asiatischen Gerichten Lamm. Sag mal, ist beim Asiaten der Salat auch grün? Ist das gut so? Mmh. Ja. Aber wir haben doch, es gibt doch so andere Kräuter so. Und das ist ja das Tolle bei den Asiaten, dass die, ja, man, das kocht hier, das gibt doch eine Sauerei hier. Wenn das so blubbert, ne? Ja. Was hast du für eine Frage? Das sieht ein bisschen aus wie ein Gartenteich. Das sieht wirklich aus wie ein Gartenteich. Hast du schon mal probiert? Nein, aber wenn du mir einen Löffel gibst, würde ich das sehr gerne tun. Für dich würde ich Eisenerz anbauen, um einen Löffel zu schmieden. Oh. 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 Danke. Sag mal, kannst du das bitte auch abschmecken? Was denn? Die Soße? Köstlich. Bist du zufrieden? Ich bin irgendwie so Deckel oder so. Ein bisschen scharf aber, oder? Scharf. Deckel? Ja. Scharf. Mach einfach klein. Nee, was ist da drin? Nein, welche Soße meinst du jetzt? Nee, diese hier oder was? Die grüne, ja. Die ist köstlich. Also ja, vielleicht ein bisschen viel Estragon, aber naja. Ist aber gut so. Na. Schadet ja nichts. Ist anders. Was möchtest du machen? Alles gut. Schmeckt's dir? Ja. Guck mal, ich mach jetzt, ja, jetzt gerade dein Dessert. Guck mal hier. Oh. Ah. Was für hübsche Plätzchen. Besonders gelungen finde ich die Form. Schön, das sind rund. Aber jetzt ganz tolle runde Plätzchen da hinten, ne? Finde ich auch. Leckerer Bärenburger. Bin wieder da. So, und deine Zucchinis sind fertig. Ja, heißt raus oder Alufolie? Raus. So, was kann ich jetzt tun, um dir Soße dann schön auf den Teller tun? Kannst du gleich von meinem Fleisch die Schnur ablösen, bitte? Thomas, ja, hier. Was machst du eigentlich, wenn du auf der Bühne bist? Nicht kochen, da singe ich. Nein, und da geht irgendwas schief. Und du willst davon ablenken. Wann, ja? Was dann fange ich dann an zu reden, wie du. Ja? Ja. Was willst du mir gleich ganz viel reden? Aha. Weil ich glaube, mein Fisch, der ist was spät zur Temperatur gekommen. Nee, wenn der Fisch nicht wird, dann fange ich an zu singen. Oh. Oh. Ah, reingelegt. So, du darfst jetzt aber ich anfangen. Darf jetzt Kredenz. Wo ist es? Dir ist was hingefallen, mein Schatz. Und da fällt dir was aus. Das ist ja wie bei mir zu Hause. Darf ich dir helfen? Ich hab nur... Nur, wenn man mal sieht, dem Johann Lafer seine Küche ist Hightech. Dankeschön. Das ist echt doof, dass die Küche auseinanderfällt. So können wir uns gar nicht mehr auf meinen tollen Fisch konzentrieren. Warte, ich hab's. Genau. So. Ah, Mann, ja, ja. Dann abschneiden. Also heute muss ich sagen, Leute. Heute was? Heute habe ich dir mal so richtig super geholfen, ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten Johann so ausgeglichen in dieser Sendung gesehen. Aber ich kann dir eins sagen, Horst, zu aller deiner Bescheidenheit, am Ende gibt es trotzdem bei uns was Vernünftiges zum Essen, wie du hier siehst. Auf jeden Fall, das sieht großartig aus. Ich habe großen Hunger und freue mich jetzt schon. Darf ich das überhaupt essen? Ja, ne? Selbstverständlich, wer sonst? Wenn ich mir jetzt vorstelle, stellt euch mal vor, das Fleisch hätte nicht am Boden aufgelegen, wie sensationell es dann geworden wäre. Nein, ich habe genau aufgepasst. Alles gut gegangen. Aber guck mal, ist das nicht perfekt? Das sieht super aus. Also kannst du dir sagen, was du willst. Er kann was, obwohl er so viel erzählt. Ne? Also wenn er was kann, dann kann er kochen. Meine perfekt, Herren. Ja. Jetzt machen wir drüber hier. So eine richtige schöne Kräutersoße hier, guck mal. Lauwarmes Gemüse mit Rinderfilet und Kräutersoße hier. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Aber sieht nicht schlecht aus, ne? Oder sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wie stellen wir das denn hin? Auf den Tisch.
Da, wo wir gleich essen. Ja, genau. Ja, aber drauf. Ja. Wie jetzt so als Zierde oder? So, gar nicht du, genau, gar nicht du. So. Oh, das sieht aber lecker aus. Ja, ne? Ist es so recht, Herr Lafer? Ach, guck mal, sie hat gelernt. Ist es so recht, Herr Lafer, ne? Ich muss dir sagen, du bist einfach lernfähig. Großartig! Ja! Komm her, da tun wir runter. Das ist das Kürbiskerneis. Da kann jetzt machen wir drüber noch dieses Kürbiskernöl, siehst du hier? Kürbiskerneis, wie kommt man denn auf diese Idee? Also das habe ich so, jetzt gedacht, so was ist ich irgendwann mal das Öl ins Eis gefallen. So. Ich höre den Nocke. Mm, aber ist ein bisschen viel der Nachtisch, ne? So für eine Warum? Person. Wer soll das denn alles essen? Ein Riesending, lecker. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Limone drüber rein, da oben auf das Dessert. Das mache ich doch gerne. Nee, du bring das Essen nach vorne. Da. Okay. Das Essen. Das darf ich noch nicht mal mehr da. Besser als drüben. Der Fisch hat doch nicht am Boden aufgelegen. Der hat geschwommen. Ich brauche nur eine große Gabel und ein Messer. Und schon bin ich weg. So, guck mal hier. Thomas. Haselnuss-Trockankletter. Ja, bitte schön. Habt ihr überhaupt noch was Vernünftiges zu trinken da drüben? Ja? Geht so? Mhm. Was ist jetzt besser, Küchenschlacht oder hier die Königsdisziplin mit dem Herrn Lafer? Ihr könnt offen sprechen. Beides schön. Das eine ist so gut wie das andere. Es ergänzen sich. Ergänzen sich, das sagen sie von Johann und mir auch. Herr Lafer, komm her, ich ergänze dich mal. Hier kriegst du Rotwein. Lässt du die Finger von meinem Fisch, der lebt noch. Wir hoffen nicht, mein Lieber. So. Guck mal, hier kriegst du ein schönes Traubensäftchen, ne? Damit du rote Wangen bekommst. Rote Bäckchen. Ja, rote Bäckchen. Ne? So. Hast aber toll gekocht, Johann. Sehr schön. Das sieht großartig aus. Toll hast du gekocht. Mm. Ich danke dir. So. Mein lieber Johann, es war mir eine Freude. Thomas, bin du. Also Johann, du musst nicht so weit wegrutschen. Du weißt, dass ich dich nicht nur verehre, deiner Kochkunst willen, sondern auch deiner Sprachgewandtheit. Aber heute kann ich gerne auf dich verzichten, weil es ist nicht mehr dem. Thomas, wann fahren wir zwei nach Russland? Ich bin raus aus der Nummer. Ich merke das gerade. Ja? Liebe Zuschauer, bis nächste Woche. Das war's.